Bam. Kombo-Angriffe. Leck mich. Mann, dieses... Oh, dabei ist ja noch das Schlimmste. Halt die Schnauze. Ja, 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 kennen wir. Kennen wir. Haben wir schon gesehen. Alter Schwede. Geht mir nicht auf den Sack. Nicht auf den... Ich sagte nicht auf den Sack gehen. Alter Schwede. Sind das ätzende Leute. Ja, ja, ja. Dankeschön. Da, weg damit. Es sind immer drei. Dankeschön. Und kontern, sobald er sich bewegt. So, und du bist jetzt voll am Arsch, Mann. Oh, Mann. Und da hinten ist noch einer. Wow, schöne Sache. Maria, ne? Die Piraten, sie haben sich auf uns gestürzt. Es kam so plötzlich. Tja, Maria, anscheinend hat man ein ordentliches Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Kopfgeld? Verfluchter Bouchard. Er glaubt wohl, ich sei euer mistiger Stiefelknecht. Man munkelt, der Bulle hätte uns seine Leute auf den Hals gehetzt. Der Bulle? Dann haben sie diesem Fanatiker eine eigene Gemeinde gegeben? Ein Freund von euch? Kaum. Sein Name ist die Pest. Ein religiöser Eiferer mit Oberarmen wie Bäume. Kennt ihr den Unterschlupf im bürgerlichen Bezirk? Ich weiß, wo er ist, aber ich war nie dort. Ich bin ein einfacher Fußsoldat des Widerstands. Man darf mich nicht mit Maria sehen, also nehmt ihr sie. Haltet sie verborgen und trefft mich, wenn ihr in Sicherheit seid. Ich kenne einige Schleichwege und Tunnel. Es wird etwas dauern, aber ich bekomme sie unversehrt raus. Good job, Bro. Good job. So, wo kommst du eigentlich her? Da, hau ab. So, wir müssen jetzt... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. Kenne ich mich hier nicht aus. Ja, Schnauze. Ich muss hier mal durch. Ich muss hier mal durch. Ja, ja, halt die Schnauze. Nicht lange reden, weiter Wache stehen. Genau, tötet mich. Tötet mich, denn ich bin ein Assassine. Ach du Scheiße. Ach ja, stimmt, hier ist ja schon das Tor. Easy. Und raus bin ich. Lecke mio Popo Blanco. Dlim, 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 dlim. Nee, nee, ich muss ja nach hier. Roll dich ab. Lass mal hier. Können wir uns mal gerade hier, wieder unsichtbar machen. Mit einem heimlichen Attentat, okay. So, und weiterlaufen. Pass auf, wo du hingehst. Weiterlaufen. Und jo. Ah ne, hier hoch. Hier hoch. What the fuck?
Alter, du läufst komisch. Aber ist mir egal. Wir kommen hier rein. Und wenn wir hier reinkommen, ist alles in Ordnung. Ich erfuhr soeben, dass man die Leiche des armen Jonas gefunden hat. Mhm. Was für eine Schande. Ihr kanntet ihn besser als ich. Ich bin sicher, er kannte das Risiko seines Doppelspiels. Ja, aber es macht die Sache kompliziert. Jonas war ein angesehener Bürger Zyperns. Sein Tod hat zu Unruhen bei der alten Kirche geführt. Der Mob sind auf Rache und um ihn zu beruhigen, wird der Bulle ihnen euch präsentieren. Ihr könntet die Unterstützung des Widerstands verlieren. Ein Toter reicht, um Unruhen auszulösen? Der Bulle ist ein grausamer Herrscher. Und im Gegensatz zu den Templern glaubt er, was er predigt. Er lehnt den örtlichen Glauben ab und hat sogar ein paar Schriftrollen gestohlen. Er hielt sie für gotteslästerlich. Aber Jonas war ein Verräter. Wusste der Widerstand das nicht? Die meisten nicht, fürchte ich. Der Widerstand ist recht unorganisiert. Bald habt ihr Gelegenheit, es ihnen selbst zu sagen. Einige der Männer sind auf dem Weg hierher. Ihr bringt jemanden her? Jemand, dem ihr trauen könnt? Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Aber es ist das Risiko wert. Ich muss verhindern, dass diese Unruhen sich weiter ausbreiten. Und wie vereinbart werde ich sehen, wie ich euch in die Nähe von Bouchard bringe? Abgemacht ist abgemacht, hä? Ich traue dem Kerl nicht. Der gefällt mir überhaupt nicht. Gedächtnislog aktualisiert. Ich traue dem sowas denn überhaupt nicht, dem Kerl. Oh Gott. Abgerollt, danke, Alter, ihr. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da, in die Richtung, okay. Was geht denn hier ab? Ich habe Jonas' Ermordung übereilt zugestimmt und muss mehr über Barnabas herausfinden, bevor ich seine Aufträge ausführe. Mhm. Aber erst müssen die Unruhen eingedämmt werden, bevor der Bulle die Schrauben anzieht. Mhm. So sehen also Fanatiker aus. Die sind einfach nur bescheuert. Die sind echt einfach nur bescheuert. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie ich da auch nicht ausweichen kann. So. Und alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Alle. Einfach drauf. Full aggressiv Mode. Dann eben nicht. Dankeschön. Du wolltest mich gerade angreifen, du. Du wolltest mich angreifen, du Wichser. Könnte ich mal Arsch lecken. Ich muss doch nur... Na komm, mach irgendwas. Irgendeiner. Danke. Ach komm schon. Dankeschön. Und noch einer. Dankeschön. Oh Gott. Tötet den Bogenschützen. Die Bogenschützen. Oh, fuck it. Wie soll ich das denn machen? Halt die Schnauze, ich muss hier gerade was erledigen. Danke. Wir gehen nicht die Leiter hoch. Die Leiter ist ja zu Mainstream. Alter. Leck. Mich. Am Arsch. Okay, das werde ich nicht schaffen. Na komm, lauf, 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 lauf. Okay, lauf, 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 lauf. Lass, scheiß auf den Kerl. Scheiß auf den Kerl. Alter, ihr Mann. Komm, go, 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 go. Go, 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 go. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Okay, das reicht. Und noch einer. Einer noch. Einer noch. Oh, danke, dass du dich festgehalten hast. Dankeschön.
Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Kann zum Unterschlupf zurück. Okay. Okay, also muss ich da dann lang. Stecken wir uns gerade mal hier so mitten in dem Gebüschel hier drin. Weil das denke ich mir nämlich. Barnabas, ich weiß nicht, wer das was ist. Der andere hat länger von ihm nichts gehört. Ich traue dem Kerl nicht. Ich traue dem einfach nicht. Bäm. Dankeschön. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich ihm nicht traue. Aber er ist mir suspekt. Der Typ ist mir heillos suspekt. Okay, sie sitzt in einer Gefängniszelle. Was geht da draußen vor sich? In der Stadt herrscht Tumult. Es gibt Aufstände. Die Leute protestieren wegen des Todes eines Mannes namens Jonas. Kanntet ihr ihn? Mein Vater kannte ihn gut. Er war ein guter Mann. Wie ist er gestorben? Tapfer. Hört, Markus. Es wird immer komplizierter. Bevor ich Bouchard suche, muss ich den Bullen eliminieren und seine Gewaltherrschaft beenden. Ihr seid ja ein wahrer Anarchist, Alter ihr. Der Bulle ist für die Unterdrückung Tausender verantwortlich. Wenige werden seinen Tod bedauern. Und ihr gedenkt, in die Kantara-Burg zu marschieren, ihn zu erledigen und unbemerkt zu entkommen? Er umgibt sich nur mit den treuesten Anhängern. Kantara, das liegt im Osten? Ja, die am besten geschützte. Vergesst es. Ihr werdet sehen. We will see. Tötet Moloch den Bullen in der Festung von Katana. Gedächtnislog aktualisiert. Go, 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 go. Dann wollen wir doch mal. Da aus dem Tor marschieren. Einfach rausgehen. Kantanara. Okay. Okay. Also da sind schon einige Wachen. Aber ich sehe da einen Weg hoch. Und einen Weg rüber auf die Mauer. Von der Mauer rüber da rein. Ja, den Weg habe ich gesehen. Jetzt müssen wir dann nur noch wieder reinkommen. Wirklich. Aber da können wir entdeckt werden, das ist schon mal gut zu wissen. Danke. Dankeschön. Kennst du eigentlich... Digga! Kennst du eigentlich... Meine Angriffe. Bam, bam, bam. Easy going. Und hier ging es eben an der Wand hoch. Nee. Hier ging es noch nicht an der Wand hoch. Da ist nur jemand. Bam, bam, bam. Bam. Okay, wir können auch einfach hier hochrennen. Okay, das war's dann wohl für dich. Okay, da weiter hoch. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn man einen von diesen Fanatikern auch nur ansieht, fängt er schon mit seinem frommen Geplapper an. Ja, das stimmt.